Liebe Freunde, bei meinem gestrigen Video über unsere verwirrte Strack-Zimmermann ist mir leider ein Detail nicht aufgefallen. Das hole ich heute nach und ich finde, das macht die Sache noch viel, viel schlimmer. Sie wollen mehr wissen? Los geht's. Ja, liebe Freunde, Sie haben ja gestern das Video sicherlich von mir gesehen, wo ich die Frage gestellt habe, ob unser Mario Flack-Zimmermann, ob der noch so zwischen den Ohren, ob da alles in Ordnung ist. Da konnten wir feststellen, dass es eigentlich nicht der Fall ist. Aber ich will nicht das gleiche wiederholen von gestern. Aber eine Sache ist mir gestern überhaupt nicht aufgefallen und das finde ich schon ungeheuerlich. Und das werde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Schauen Sie mal, ich blende Ihnen jetzt erstmal das Video dazu ein. Und dann besprechen wir das. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie zerstören die Industrie. Alles wird Sie können von Demokratie sprechen. Ja, aber ich meine, ich meine, wo arbeiten Sie? Beim Maschinenbau-Autozulieferer halt und Sie machen mit der gesamten Regierung gerade alle möglichen Arbeitsplätze. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie zerstören die Industrie. Alles wird geil. Ja, liebe Freunde, haben Sie es gesehen, was unser Mario da gesagt hat? Hier, Zitat. Weiß er Chef, was sie hier tun? Und News sagt dazu, bei den Worten von Strack-Zimmermann muss man doch unweigerlich an Denunziation denken. Ja, das sehe ich ganz genau so. Wird nochmal aufgeführt, die vorherigen Sachen, die wir gestern schon besprochen haben. Aber hier droht Strack-Zimmermann mit Anschwärzen beim Arbeitgeber. Ja, genau das war ihre Zielvorstellung. Genau das. Doch damit nicht genug, schreibt News weiter, auch im Umfeld des Bühnenauftritts ging es zur Sache. Wie ein Video zeigt, während die FDP-Politikerin gerade in ein Gespräch verwickelt war, sprach sie einen Mann von hinten an. Flack-Zimmermann reagiert und fragte, wo arbeiten Sie denn? Ja, und da sagte der Mann, bei einem Maschinenbau- und Automobilzulieferer, aber sie mit ihrer gesamten Regierung machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt, hat er ja völlig recht. Und die Frage auch dann, weiß ihr Chef, was sie ja machen? Ja, das erinnert mich an DDR-Zeiten. Definitiv, definitiv. Und das klingt genauso, als würde die FDP-Politikerin sagen, wenn sie hier so weitermachen, will ich wissen, wer ihr Arbeitgeber ist und dann werde ich ihn beim Arbeitgeber denunzieren, was sie dann möglicherweise ihren Job kostet. Das war natürlich eindeutig der dahinterliegende Gedanke auch von Strack-Zimmermann, natürlich. Wenn wir uns mal angucken, es wird mittlerweile versucht, mit allen möglichen Repressalien den politischen Gegner zu schädigen oder eben die wirtschaftliche Existenz zu entziehen. Und natürlich kommt der große Frust hier von unserer Dame da hinzu, wenn Sie die Videos gesehen haben über ihren Wahlkampfauftritt. Ja, sie hatte Gegner von links und Gegner mehr von rechts oder von der Mitte rechts. Eigene FDP-Wähler gibt es ja praktisch nicht mehr. Die FDP krebst irgendwo jetzt bundesweit, also auf jeden Fall unter 5%, in Bayern eher bei 2% durch die Gegend. Und ist klar, wenn sie irgendeine Wahlkampfveranstaltung macht, dann wird sie eigentlich immer nur Leute sehen, die gegen sie sind, ob von links oder von rechts. Die FDP ist ausgestorben. Ja, und jetzt droht eben dieses Angstbeißen. Sie versucht eben, die Leute mit allen nicht-demokratischen Methoden einzuschüchtern oder möglicherweise wirtschaftlich zu vernichten. Das kennen wir ja. Also, liebe Freunde, ich bin doch ziemlich schockiert. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier zur News zurück. Die Bundestagsabgeordnete Joanna Kota, kenne ich nicht, schrieb bei X, ein solcher Wille zur Denunziation passt zu Sozialisten, aber ganz sicher nicht zu einer freiheitlichen Partei. Ja, das stimmt, aber die FDP ist keine freiheitliche Partei mehr. Es hat sich ausgefreiheitlicht, definitiv. Jetzt wollen wir noch mal kurz gucken, ob wir zu dem Video noch irgendwelche Kommentare haben. Haben wir nicht, gut. Also, liebe Freunde,
denken Sie mal drüber nach und denken Sie auch drüber nach, dass die FDP schon spätestens seit dem Ende von Guido Westerwelle wahrscheinlich keine freiheitliche Partei mehr ist. Sie kriegen überall nur Grün. Wenn Sie CDU wählen, kriegen Sie schwarz angestrichene Grüne. Wenn Sie FDP wählen, kriegen Sie gelb angestrichene Grüne. Wenn Sie die SPD wählen, kriegen Sie rot angestrichene Grüne. Überall das Gleiche. Aber gut, das heute nur als kleiner Nachtrag. Das ist mir gestern, wie gesagt, nicht aufgefallen. Also machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.